Hallo ihr Leseratten, bevor ich mit der Rezension zu diesem Buch beginne, möchte ich noch mal kurz etwas klarstellen. Und zwar haben die meisten von euch wohl meinen letzten Vlog völlig missverstanden. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt oder keine Ahnung. Jedenfalls möchte ich das noch mal richtig stellen. Ich setze mich nicht unter Druck mit dem Lesen. Ich werde mir keinen Stress bereiten oder meinen Leserhythmus beschleunigen. Ich lese so schnell, wie ich lese. Ich lese so viel, wie ich schaffe. Es kommt halt immer auf die Zeit an. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ich lese jetzt 15 Stunden am Tag, nur damit ich lese. Nein. Es geht lediglich darum, dass ich keine neuen Bücher anschaffe, weil es ist wie buchkauffrei. Also man setzt sich ein Limit, so und so viele Bücher muss ich gelesen haben, bis überhaupt ein neues Buch hinzukommt. Ob das jetzt nur 3 Wochen dauert, ein Monat dauert, ein Jahr dauert, ist egal. Hauptsache, ich habe eine bestimmte Anzahl. Wie Postel schon sagt oder vorgeschlagen hat, 50 Bücher. Das ist auch, finde ich, eine gute Zahl. Wenn ich 50 Bücher gelesen habe, kommt ein neues Buch hinzu. So komme ich nach und nach von meinem Sub, und auch dazu möchte ich noch gleich was sagen, runter und habe nicht mehr diese riesige Zahl vor Augen. Also es geht einfach nur darum, dass ich mehr gelesene Bücher hier haben möchte als ungelesene. Und keine Sorge, mir macht Lesen Spaß und ich bin froh, wenn ich lesen kann und keine Leseflaute habe, was ja auch öfter vorkommt. Im Moment habe ich keine Leseflaute, im Moment komme ich sehr gut voran und ohne mir Stress zu machen. Nein, ich finde nicht, dass man sich unter Druck setzen sollte mit dem Lesen. Wenn es gerade nicht klappt, dann klappt es gerade nicht, dann klappt es irgendwann anders wieder. Nur es ist halt, was ich eben... Ich halt sage, keine neuen Bücher, keine Gewinnspiele, wo Bücher gewonnen werden können, nur um nicht in Versuchung zu kommen, dass diese neue Bücher herkommen. Ich muss aber eine kleine Einschränkung gleich machen, weil mir eingefallen ist, dass es ja diese Agatha Christie-Sammlung gibt, die es jetzt nur jetzt gibt und danach nie wieder. Und ich meine, die kaufe ich mir noch nicht mal selber. Die finanziert meine Mutter mir netterweise. Und da kommt halt alle 14 Tage ein neues Buch und ich weiß nicht, die müssten jetzt auch vorbei sein. Aber das ist das Einzige, was jetzt noch akzeptabel ist, dass es als neues Buch hinzukommt. Aber ansonsten halt, wie gesagt, keine neuen Bücher. Darum ging es mir. Und was den Sub betrifft, ich weiß, dass Tante Dilbe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, egal, schon so lange her, in ihrer Videoantwort sagte, ich soll mir den Sub nicht als große Zahl vorstellen, sondern als kleinere Zahl. Aber ich finde, wenn man nur eine gewisse Anzahl als Sub vor sich liegen hat und man weiß, man hat noch hunderte andere ungelesener Bücher, dann belügt man sich eigentlich selbst. Und alle anderen zählen ja auch alle Bücher dazu. Also ich kenne niemanden, der jetzt sagt, das ist mein Sub und das Regal ist noch völlig voll und das zählt dann nicht. Nee, das finde ich ist sich selbst belügen. Deswegen habe ich einen Rub, ein Regal ungelesener Bücher und damit fühle ich mich einigermaßen wohl, aber ich muss halt etwas singen. Ich bin auch gerade dabei, meinen Blog mit dem Sub zu aktualisieren. Hab jetzt schon einige reingeschrieben wieder. Mein Bücherregal ist aktualisiert, wobei mir aufgefallen ist, dass da einige Rezensionen noch fehlen. Die werde ich jetzt so die nächsten Tage auch noch reinstellen. So, und jetzt endlich, bevor ich noch mehr quatsche, zum Buch Glut der Asche. Glut in der Asche, sorry. Von David L. Robbins. Gut. Ich lese als erstes mal den Klappentext vor und ich weiß, ich habe eben sehr schnell gesprochen und ich werde jetzt wieder tief durchatmen und versuchen, langsam zu lesen. Ein packender Justizthriller vom Bestsellerautor David L. Robbins. Brandstiftung und Mord, die heißen die Anklagepunkte gegen Elijah Waddle. Elijah heißt er, glaube ich. Ich sage immer Elijah. Elijah Waddle. Als in der Asche der abgebrannten Dorfkirche die Leiche der toten Tochter des Sheriffs gefunden wird. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Nur der Anwalt Ned ist von seiner Unschuld überzeugt und macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Also, dieses Buch ist auf jeden Fall was für alle, die John Grisham mögen. Der schreibt ja auch so Justizthriller. Ich habe die Kammer von ihm gelesen und einige Verfilmungen bereits gesehen, die ich alle durchweg super fand, außer eins. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Ein Film fand ich irgendwie grausam langweilig. Der Geschworene.
Ich dachte erst, es wäre der Regenmacher gewesen, aber nein, das war der Geschworene. Also die Verfilmung, da habe ich irgendwann nicht mehr zugeguckt. Keine Ahnung, war ich nicht so ganz dabei von Anfang an. Also das war nicht so meins. Das Buch habe ich nicht, keine Ahnung. Aber ansonsten fand ich sie alle durchweg super. Ich habe auch noch John Grisham Bücher hier. Jedenfalls für alle, die John Grisham mögen, ist das auf jeden Fall auch was. Ist aus verschiedenen, also verschiedenen Sichtweisen geschrieben, ohne dass man es wirklich so merkt. Also einmal aus dem Hillshire Mooney wird er immer genannt. Ich glaube, Monroe heißt er, glaube ich. Und auch aus der Sicht von Clara, das ist Elijahs Frau. Oder auch aus Elijah, glaube ich, am Anfang. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob aus Elijahs Sicht auch geschrieben wurde. Von Ned auf jeden Fall. Ja. Und jetzt geht eben darum, dass ich fange von vorne an. Elijah ist ein Schwarzer und seine Frau Claire ist weiß. Die beiden arbeiten in der Papiermühle, wo viele Chemikalien eingesetzt werden und man immer den Geruch von fauligen Eiern in einer. Also es wird immer Schwefel eingesetzt, glaube ich. Also es riecht immer nach Eiern in dieser Stadt. In diesem kleinen Stadt. Ist ja nur eine Mini-Stadt. Ja, und Claire wird irgendwann schwanger, endlich. Sie wünschen sich ein Kind, das ist alles schick, alles schön. Aber dieses Kind kommt auf die Welt und sieht nicht normal aus. Also es hat irgendwie kein richtiges Gehirn, das ist einfach nur platt oben. Und dieses kleine Mädchen Nora Carroll, wie sie es nennen, lebt auch nur 10 Minuten, ehe es stirbt. Nun soll es auf dem Friedhof der Victory Baptist Church beigesetzt werden. Und zwar neben die Mutter von Claire und dem Großvater. Und ja, das wird in aller Heimlichkeit schnell schnell gemacht, damit eben das abgearbeitet werden kann und gegessen ist und so. Aber die Ältesten dieser Kirche, die haben etwas dagegen, weil Elijah eben ein Schwarzer ist. Und damit das Kind auch halb-halb ist und nicht so richtig dazu gehört. Also wird die kleine Nora Carroll wieder ausgebuddelt und in einem anderen Friedhof wieder beigesetzt. Und das alles innerhalb von, ich glaube, 2 oder 5 Tagen oder so. Und ja, das ist, geht Elijah so an die Nieren, dass er nachts nach dieser zweiten Beisetzung, also den ganzen Tag verschwunden ist und auch die Nacht sich irgendwo rumtreibt. Claire macht sich Sorgen, ruft bei dem Hilfsheriff an, fragt, ob er ihn gesehen hat und ob er ihn suchen kann. Ja. Moni findet auch Elijah, allerdings steht er neben der brennenden Victory Baptist Church und freut sich seines Lebens. Er ist besoffen, weil er einen Sixpack getrunken hat, alleine, wenn man das erstmal annimmt. Und ja, wird dann festgenommen, weil eben Moni denkt, Elijah hat diese Kirche angezündet, was ja auch naheliegend ist, weil er einen Hass auf diese Kirche hat, ganz klar. Ja. Nun wird Ned als sein vom Gericht zugestellter Anwalt kontaktiert. Ned ist auch eigentlich ein Mitglied dieser kleinen Stadt, aber ist vor 8 Monaten weggezogen, weil er sich von seiner Frau getrennt hat und etc. pp. Das ist eigentlich mehr eine Nebengeschichte. Ja, und dieser Ned ist am Anfang auch davon überzeugt, dass Elijah, klar, er war der Brandstifter und überhaupt, aber das ändert sich ziemlich schnell, als er mit Elijah spricht und als einige Sachen noch. Ja, vom Gefühl her denkt er, er ist unschuldig, auf jeden Fall. Irgendwann heißt die Anklage allerdings nicht mehr Brandstiftung, sondern Mord und Vergewaltigung. Weil eben diese Tochter des Sheriffs, Amanda, tot in diesen Flammen in der Asche gefunden wird. Und natürlich versucht Ned nun alles Mögliche, um ihn vor der Todesstrafe zu bewahren, und weil er immer noch davon ausgeht, dass er unschuldig ist. Okay. Das ist halt, darum geht's. Herauszufinden, war er es oder war es nicht, und wenn ja, wenn nicht, wer war es dann? Und ich bin auch von Anfang an der Überzeugung, dass Elijah es nicht gewesen ist. Und während des ganzen Buches hat man eigentlich zwei
mögliche Täter, die statt seiner es gewesen sein könnten. Und ich dachte schon so, naja, es ist alles so vorhersehbar irgendwie. Und wenn das wirklich das ist, dann wird es ganz schön langweilig. Das Buch ist spannend, gar keine Frage. Aber es ist halt immer so, denn ist ja denn doch so. Und auf den letzten wirklich, ich glaube, auf den letzten 5 Seiten, auf den letzten 2, 3 Seiten sogar, dreht sich das Blatt nochmal. Und man erfährt wirklich, wer es getan hat. Und ich meine, diese Wendung, die finde ich echt irre. Und auch das Ende an sich ist ein super schönes Ende. Also mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Es kommen auch ziemlich viele traurige Stellen hier drin vor. Aber im Endeffekt ist es ein wunderschönes Buch. Es ist richtig klasse geschrieben. Es liest sich super schnell weg. Und wie gesagt, wenn man John Grisham mag, mag man garantiert auch dieses Buch. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Okay. dann lese ich ja jetzt gerade Blaue Augen von Joanne Harris. Und ich muss sagen, im Moment bin ich davon noch nicht so ganz begeistert. Ich habe jetzt schon fast 200 Seiten gelesen. Ich meine, es liest sich super leicht und flüssig. Man kommt gut rein. Also was heißt, kommt gut rein? Es liest sich leicht und flüssig. Das ist das Einzige, was ich dir im Moment sagen kann. Aber ich habe den Sinn des Ganzen noch nicht verstanden. Gibt es da einen Sinn? Weiß ich nur noch nicht. Kommt er später? Also, naja, mal gucken. Da bin ich jedenfalls bei und ich denke mal, dass ich das am Wochenende schon schaffen werde. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt 2 Tage, heute ist der 3. Tag daran gelesen und... Was heißt 2 Tage? Ein Abend und ein Tag. Ein Nachmittag, so. Und habe jetzt schon fast 200 Seiten, also das liest sich halt, der Schreibstil ist gut, die Handlung ist etwas merkwürdig und verwirrend und ohne Sinn, aber mal gucken, ob es noch anders wird. Okay, gut, dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, lest schön fleißig. Ich werde auch fleißig lesen, ohne mich unter Druck zu setzen, um das nochmal klarzustellen. Okay. Dann bis dann. Bye bye.